Hallo Leute, ich bin wieder, euer Sweet. Bin immer noch in den Bergen von Alaska und suche Gold. Heute möchte ich eine ganz komplette neue Anlage aufbauen. Ich habe mir schon jede Menge Zeug gekauft. Also hier liegt jede Menge Krempel rum, Kabel, Schläuche, Rüttler, Riesentank. Also ich habe alles gekauft, was es gibt. Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich das zusammengebaut kriege. Das wird bestimmt lustig. So, eins, ich muss jetzt erstmal eigentlich einen Standort, ich weiß nicht, ob ich den hier den alten wieder aufbauen kann, aber wenn ich ja wüsste, wie es mal wieder Nacht, wie immer hier, komischerweise. Jedenfalls ist der Tag kürzer wie die Nacht. So. Ich hab jetzt. Also. Ich wollte jetzt erstmal schauen, ich habe doch so ein Pfad, so ein Bohrer gekauft, wo ich checken kann, auf welcher Parzelle ich am besten anfange. Hier ist er. Wer läuft denn hier? Der Trag, der läuft da unten nicht. So, den machen wir mal wieder aus. So, jetzt gehen wir hier rein. Da haben wir mal Beleuchtung oder was? Steuerelement, Bohrer. Nix Beleuchtung. Was wir da? Ach, da komm ich da durch. So, jetzt seht ihr da unten, das sind die einzelnen Parzellen. Da werde ich jetzt mal versuchen, wie der Goldbestand da in den einzelnen ist. So, Handbremse an. Und bohren. Also hier geht schon mal nicht tief. Das muss ich mir später ansehen. Da machen wir mal weiter. Ah ja.
Natürlich ist das. Na, echt? Ich glaube, ich könnte vielleicht dafür jemanden einstellen. Muss ich gleich anbremsen. Und dann brauche ich nämlich mich selber zu machen, da kann ich mich schon um andere Dinge kümmern. So, jetzt schaue ich mir aber erstmal an, was hierbei rumgekommen ist. So. Ach, das ist die Ab. Zeller und Arnold. Das ist doch meine. Da ist Gold auf Parzelle. 155. War ich jetzt richtig? Wieso? Ah, zurück. 155. Was ist die? 168, geht die jetzt hoch? 145? Wechseln. 170. Jetzt 155, 160. Ja, da ist doch irgendwie. Oder bin ich hier auf der falschen Parzelle? Aber hier muss ja, wo 160 ist, muss ja auch 155 irgendwo sein. Ja, aber hier ist Ende. Moment, ich muss noch mal. Alaska River. Ich möchte aber. Hier bin ich aber. Auswahl. Karte. Ich mal. Ach ja, da habe ich gebohrt.
Da ist aber Gold drin. Zwar wenig, aber jetzt bin ich hier. Und hier kann ich normalerweise. Ja, ich glaube, ich muss noch was stellen, boah. Da werde ich dann bescheid. Dann gehen wir mal hier. Haben wir mal ein paar Stichproben. Geht nicht ganz 100 Stein. Aha. Hier oben, wo ich am Suchen bin, in der Gegend mal versuchen. Zum Beispiel. Mal schauen, was hier so ist. Ich hab wieder unten mal planiert so ein bisschen, damit ich mit dem Bagger da reinkomme. Ja, da ist ein lahmes Ding hier. Hat die Mama aber auch mal. Ah, so geht das nicht an. So, schauen wir hier noch mal. Ja, 88. So, nächster Versuch. Dann geht er runter. Und ja. Ich glaube, ich muss das Bild mal ändern. Das oben rechts ist ein bisschen blöde. So, jetzt schauen wir. Ei, da habe ich doch was. 88 war auch was. Die 42. Das ist gut. Jetzt machen wir mal die 89 noch. Wo haben wir die?
Die ist genau hinter mir. Das sieht ja hier, wo ich angefangen habe, gar nicht so schlecht aus. Das haben wir mal gerade hier in die Grube auf die 99. Bisschen voran, sauer. Entschuldigung. War nicht die 99, 66. Aber da in der Ecke sieht vielversprechend aus. Also wo ich da, das ist ungefähr die helle, ja, also so mittelmäßig Gold. Also könnte ja, ich müsste mal, ich war mal hier auf diese Seite, schauen wir mal hier, wo ist das? 212. Und dann reicht's erstmal, würde ich sagen. Hier haben wir schon die 13, dahin will ich, die habe ich mir ausgeguckt, so, und schauen wir mal, was hier so ist. Dann tun wir noch einen hier. Oh, ich muss tanken. Oder war, ne, leider, ich glaube, mein großer Tank ist befüllt worden. Naja, schauen wir es erstmal. Oh, also 37 ist gut. Dann gehen wir noch einen weiter. Er misst ja
Fahren wir noch über die Springmühle, fahren wir mal hier den. So. Also da ist auf jeden Fall ein Gold drin. Also haben wir hier diese Ecke, das ist Gold da. Ich könnte den Salisch hier die. Ich fahre mal hier vor in das Gebiet hier. Was war das? Nummer, also 300. Siebenundachtzig, da fahren wir jetzt mal hin. So, nochmal ein Versuch hier. Ja, auch. Also läuft hier wahrscheinlich so ein ganzer Streifen hier runter, die ganze Ecke hier. Ich glaube, hier ist nicht so viel Gold drin. Jetzt muss ich nur überlegen. Also, das ist die Antwort. Ich wollte eigentlich umbauen auf Stufe, das ist 2, auf Stufe 3. Rüttel dich, Trommel habe ich, Duplex habe ich, Waschrinnen habe ich auch, Kabel brauche ich noch. Und also transportiere die Maschinen zur Parzelle, haben wir schon. Stell die Waschanlage. Waschanlage. Das ist also die Waschanlage. Die brauche ich. Was ist das denn für ein Teil? Ja, weiß ich nicht. Stell die Waschanlage auf. Aufrüttel dich. Aufrüttel dich. Waschanlage. Also. Also ich brauche auf jeden Fall jetzt erstmal Seile, damit ich den ganzen Kram transportieren kann. Das wird spaßig. Waschrinne, da kommen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, jede Menge Eimer. Also 2 auf Deutsch gesagt. Also 6 Waschrinnen. Schrenne und da, also 6 Matten. Da kommt die Waschrinne dahin. Die wird von oben. Und das ist ein Waschtisch. Oder was ist das? Also erstmal A. Okay. Sagen wir das.
Style. Ich meine, ich lasse das mal einfach, weil ich hier baggere ich im Moment sowieso nichts. Ich denke mir, ich mache erst mal halt ausmachen. Das kostet nur Sprit. Ja. Muss ich mal gerade. Er ist noch viel zu Fuß unterwegs. So, jetzt muss ich mal schauen. Das ist meine kleine transportable Waschanlage. Ich glaube, hierfür muss manchmal ein Zelt. Vielleicht kann ich ja jemand. Also, das sind die Waschrinnen. Ich glaube, das war ein Teil. Oder war das hier? Wäre hier das, ne? Könnte man ja auch ein bisschen besser beschreiben. Das wird jetzt was draufgestellt. Also, na, die Sprit ist. Den muss ich haben. Und die Anlage, die muss ich auch umsetzen erstmal. Was kann man dann hier da? Welche? Aber hier, also die steht eigentlich ganz gut. Ich muss mal schauen, ob ich jemanden einstellen kann, der schon noch ein bisschen weiter schürft. Hier liegt auch noch ein Schlauch. So, jetzt sind wir in meinem Zelt. Schauen wir mal. So. Moment. Ich muss gerade hier was. Wenn das aber nicht geht. So, jetzt so. Ups. Er tut sich gar nichts. Ah, ich glaube, ich habe da jetzt ein kleines Problem. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Ah, ich mach. Ah, das geht nicht. Nicht. Das heißt, ich mache jetzt hier mal einen Cut, löse das Problem und dann geht's weiter. Bis dahin, ciao. Euer Fred, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, ihr wisst schon. Ciao!